Scheiße, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer. Oh, warte kurz. Neuen Handfolge. Ja. Sorry. Siddeley. Ja. Was? Wir halten uns links. Wir haben gesagt, wir versuchen jetzt eher mal den Schlechter zu killen. Genau, aber wir nehmen einen Hinweis vom Assassin mit. Vom Meuchler. Ja. Wie nennen wir den jetzt eigentlich? Meuchler oder Assassin? Meuchler. Meuchler eher. Ja. Assassin hört sich vielleicht. Ja, aber. Ja. Oh, da höre ich schon wieder eine Tante. Komischer Weg hier. Wo denn? Wo ist die Tante? Siehst du sie? Oh, zwei. Oh Gott. Nebeneinander das, auch noch. Das ist. Nee, komm, die killen wir nicht. Die killen wir nicht. Oh. Hat er uns. Hat er uns gehört? Ja, wo ist sie denn? Ach, unsere schöne Stelle hier. Supi. Aber wir bleiben jetzt links, oder? Und holen uns. Ja, also Richtung 120 eigentlich dann. Ja, gerade durch. Na gut, da müssen wir vorsichtig sein. Ich glaube, der ist hier oben irgendwo. Vielleicht trotzdem vorsichtig, nicht, dass irgendwelche Leute dann hier reinrennen. Ja. Da hinten ist er, der ist aber Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Er kommt zu uns, glaube ich. Oh, what? Shit, warte, was, warte. Ich prüfe erst wegen dem Feuerteufel, weil der. Kannst du dich um den Feuerteufel kümmern? Ja. Aber der lässt irgendwie ab von uns. Sie ist weg. Gut. Dann können wir weitergehen. Ja. Aber da wird schon hardcore geschossen, ne? Aber eigentlich, ich mag zwar Tag irgendwie fast mit und am liebsten, aber mit Schrotflinte mag ich es irgendwie nicht so. Das stimmt, ja. Weil das ist dann immer so, du wirst so schnell gesehen mit der und dann hast du meistens keine Chance, wenn du Schrotflinte hast. Ist schön, wenn es dunkel ist. Neblig mag ich trotzdem nicht. Dunkel ist gut. Alter, wir sind gerade so aggressiv. Holy shit. Ja, mit Schrotflinte muss man ein bisschen aggressiver spielen. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Aber nicht so, hallo, wir sind da. Ja, das ist natürlich alles. Ich mach. Aber man hat dann höhere Lebenswahrscheinlichkeit. Ja, wenn du ein bisschen so, rumrennst, ja. Ach, lol, wir sind ja schon so wieder. Hey, lol, das war ja gar kein Hinweis. Nochmal 90. Ja, nochmal 90. Alter, das ist ja, also das, ja, der kann ja nur noch bei Lockbay Dog sein, der andere, ne? Ja, aber boah, überall. Da ist gerade jemand gespawnt direkt. Ja, vor. Ich hab's gesehen, ja. Oh, nee, ich mag das Gebiet hier auch gar nicht irgendwie. Scheiße, Wasserfisch. Glaubst du, das greift uns hier an? Nee. Hallo? Du musst immer zweimal stechen. Feuertypen? Wo? Hier in diesem Gebiet sind wieder zwei Hinweise. Da oben ist der Feuertypen. Achso, da brennt's bloß. Wie komme ich denn hier hoch? Ach, da ist eine Leiter. Ach, da oben ist der. Ich gehe mal hoch. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Headshot bekomme. Ja, ist blöd, weil. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Also, ich hole diesen Hinweis hier. Wo ist denn der andere überhaupt? Da hinten. Nö, ich muss wieder runterspringen, da hinten hochgehen, weil. Nein! Was? Nein! Ich hab's fast gehabt! Ich war bei 99%, hätte ich einen Hinweis gehabt. Wow, das war echt. Ah, und hier waren auch noch zwei Hinweise, das hätte mir kurz Punkt gebracht. Ah, Mann! Boah, der ist weit weg. Ganz unten ist er. Was? Ja, dann holen wir uns vielleicht doch nochmal den Hinweis vom Ding anderen. Ja. Oh, das war jetzt ärgerlich. Ja, nochmal zurück. Shit.
Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so schnell sind. Ja, der Fallschaden ist echt in Ordnung. Ja, kann man. Man kann das sogar noch reduzieren, ne? Ja, ja. Aber. Vor allem auch bei so einem kleinen Lebensbalken verliert man die Hälfte und das ist ja dann schon in Ordnung. Das ärgert mich, dass man schlechter. Ja, weil da hätten wir das gute Punkte sammeln können. Aber dass die anderen, die haben den wahrscheinlich, deswegen waren auch so viele Schüsse, die haben wahrscheinlich sofort gefunden. Ne? Ja, wahrscheinlich gleich beim ersten Hinweis oder so. Mhm. Boah, hier ist der Hinweis weg. Oh, leck mich am Arsch. Und im Häuschen fühle ich mich sicher. Aber da könntest du dich auch nicht, wenn jemand dich sehen würde, ne? Wegrennen ist ja, nicht. Ja, da. Ist ja gut. Ah, der Hinweis ist da. Ich glaub, ich ja, das ist auch dort, wo er ist, ne? Also da musst du ja auch dran denken. Da oben ist die Frau. Ja, wir sind hier. Oh! Jemand ist da. Also ich will da nicht gar nicht großartig draußen rumrennen. Weil es ist ganz safe jemand. Oh Gott. Ist ja gut, wenn wir in den Nahkampf kommen könnten irgendwie. Ja. Aber ich weiß also nicht. Also ein bisschen näher müssten wir, glaube ich, rein. Ich riskiere es jetzt, da oben ist die Frau. Oh nein, da ist so ein fetter Typ. Und der Feuerteufel. Oh, hier ist. Hier ist ganz, ganz schlecht. Ich lauf mal hier rein. Nein, er klettert nicht. Oh, also hier ist ziemlich viel Viechzeug, was uns richtig auf den Sack gehen könnte. Wir können hier runtergehen eventuell. Boah, da sind wir im Wasser und kommen da nicht weg. Nee, nicht ins Wasser, da geht ja ein Gang, glaube ich, rechts rein. Da haben wir mal unten mal einen Hinweis geholt. Wo ist denn der Hinweis eigentlich? Zu weit von uns. Der wird den abengen, denke ich. Ja, aber wenn man muss ja nicht den Hinweis holen. Wenn man gleich reingeht, hat man auch diesen Punkt bekommen für den Hinweis. Ah ja, stimmt. Also ich glaube, ich laufe eventuell mal da runter. Gleichzeitig vielleicht. Dann wissen sie nicht, auf wen sie schießen sollen. Oh! 3, 2, 1. Die machen einen Nahkampf irgendwie. Oh, oh Gott. Ich habe auch einen Nahkampf gemacht. Das haben sie ja 100 pro gehört, also so ist nicht, ne? Ja. Alter, es gibt's doch nicht, dass wir den immer noch nicht finden. Da! Warte jemand! Ja. Ist denn unten? Hab ihn! Da ist noch einer. Einer müsste tot sein. Ja, der eine ist tot. Ich muss mich heilen. Kannst du den anderen vielleicht pushen oder so? Ja, wo ist denn der? Ja, der war direkt beim anderen auch. Ich kenne mich hier gerade unten nicht mehr so gut aus. Also in diese Richtung halt, ne? Also. Okay. Da irgendwo. Was? Ist er da durch die Tür durch? Oder hier? Rechts! Oh, hab ihn! Oh! Holy shit! Hier, lol! Okay, krass. Nein, ich wollte die Waffe nicht aufnehmen. Bist du doof? Nein! Gib mir meine Schrotflinte! Nein, gib mir! Oh, doch, hab ich. Oh Gott sei Dank. So, das war der weggeholzt. Alter, ich war jetzt richtig aggressiv, Digga. Ich hab richtig gepusht. Ja, ja. Weil der ist mit dem Leichen durchsuchen ist immer so schwer, weil du die gleiche Taste für den Scheiß. Ja. Es geht grad nicht! Oh, nein! Jetzt. Sind aber noch andere Spieler hier? Bin mir nicht sicher. Ich weiß es auch nicht, aber wir müssen jetzt mal hoch und damit wir die Punkte kriegen fürs Entdecken. Wo geht's denn hier hoch? Oh, Muni ist gut. Oh shit. Wieso waren die denn da unten? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist doch so offensichtlich, dass sie hier ist, dass er immer noch nicht gecheckt hat, dass sie hier ist. Warum waren die hier unten? Das verstehe ich nicht. Wir hatten richtig Glück, dass sie hier unten waren, ne, eigentlich. War jetzt gar nicht mal so schlecht. Vor allem, die hatten Fernkampfwaffen. Das ist nochmal Muni. Meine Muni ist voll. Beide hatten Fernkampfwaffen, das war unser Glück jetzt.
Ah, hier geht's nach oben. Ach, oh, hier sind wir da draußen. Ja, ich weiß schon. Ich gehe da jetzt hoch. Scheiß drauf. Oh, oh! Alter, das ist ein Monster. Ich habe nur die Schatten gesehen. Beide tot. Ich mache jetzt auf, damit wir mal die Punkte wenigstens kriegen, falls wir sterben. Ja. So. So, das sollen wir gleich rein. Hast du eine Gegengiftspritze? Nee, oder? Nee. Hier ist so ein Ding zum Holen. Ja, ich seh's. Ah, ja. Nee, ich kann nichts mehr sagen. Hä? Hey. Achso, weil ich von ihm was aufgenommen habe. Achso. Mal kurz nicht erschrecken. Aber das brauche ich nicht, die Chaosbombe. Ja, ich weiß gerade nicht, ob man. Ich weiß aber nicht, ob man kämpfen soll. Schuss, das ist meins. Ganz ruhig. Das ist die Chaosbombe. Achso. Ich habe den nur weggeschmissen, weil. Ja. Ich das andere Item wollte. Und jetzt habe ich eine Halfbombe, also bringt mir auch nicht viel. Warte, ja, wir kämpfen lieber, komm, bevor wir Zeit verscheißen. Das ist doch scheiße, ja, sowas. Ich nehme gleich eine Laterne mit. Und dann gehen wir rein. Komm, fuck off. Ich mach die Tür. Ja, mach die Tür zu. Ja, ja, gut, genau, lass mal auf. Vielleicht können wir da ganz gut kämpfen. Ja, ich kann. Ja, ich weiß auch nicht, wo er ist. Ah, neben dir. Lol, der hat. Der hat mich gut getroffen. Ich brenne. Ich muss kurz raus, weil ich habe mich selbst angezündet. Der hat eine Weihnachtsmütze aufgehabt, ey, wenn ich mich nicht verguckt habe. Echt? Ja, ja, der wirklich. Der hat eine Weihnachtsmütze auf. Oh nein! Nachladen, Alter, vergessen! Der macht so viel Schaden. Ich verkack's aber auch gerade. Ach, gegen den könnte man einen Nahkampf machen, ne? Oh lol, der geht voll auf mich die ganze Zeit. Nee, 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 das stimmt gar nicht. Ich hab mich erwischt. Ah, zwei. Au, danke dir. Lol. Lol, er hat schnell immer noch zu zweit. Scheiße, Dreck. Der hat immer noch so viel Leben. Mach mal ein bisschen Muni auf. Ja, lol. Ja, oh, nein, nein. Die anderen sind noch unten gewesen, also. Oh, ich hab irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das mache. Oh nein! Was? Oh nein! Andere Spieler! Feuerteufel! Da kommen wir aber nicht hier rein, oder? Doch, der ist drin! Nein! Was? Fuck! Wo ist der? Ich hab grad. Oh, lol. Ich hab mich selbst getötet. Ich brenne. Und ich brenne auch, ich brenne. Ja, ja, ich bin. Ich hab mich selbst durch ein Springen fast gekillt. Wieso ist der Feuerteufel erst reingekommen? Ja, ich weiß, was soll ich machen? Ich muss dich wiederbeleben, hilft nichts. Oh, danke. Das ist gerade Chaos pur hier drin. Das war richtig scheiße mit dem Feuerteufel. Achso, nee, halt, das war nur, weil ich wieder da. Ich brauch jetzt Leben, unbedingt irgendwo Leben. Oh, hier kann man reinfallen, da muss ich. Fuck, ich bin gleich tot nochmal. Wobei, wenn wir ihn. Wenn wir ihn killen, bevor. Oh fuck. Nee, ich müsste mich jetzt nur noch bezahlen. Oh! Hast du jetzt gedacht, ich bin Gegner oder was? Nee, ich hab ihn gerade gekillt. Was? Echt? Wo ist der? Oder? Frage, bann ihn gleich, dann kriegt man Leben. Ja, wo ist er denn? Ich hab oben gekillt. Ist er runtergefallen? Hallo, bist du? Ah ja, guck einfach, Ding, der liegt unten. Da geht mir das Sicht. Holy shit. Was machen die anderen? Bitte kommen die nicht zu uns, ey. Hab ich keinen Bock drauf. Oh fuck, ich brauch unbedingt. Ah ne, die gehen runter. Ich glaube, die gehen unten lang. Ich hab nur noch eine Salve. Dann lauf ich lieber mit meinem Revolver rum, ey. Die Frau ist auch panisch, ey. Ah, hier ist wieder Muni. Ja, die habe ich schon. Oh, dass der Feuerteufel reingekommen ist, der sagt. Jetzt habe ich einen Tod wegen dem. Oh.
Der hat, diese Feuerteufel hat ein Ding angezündet, ein Fass. Krass, dass hier kein Leben ist. Das fuckt mich voll ab, eigentlich. Ich mach mal die Tür zu. Mhm. Ah, hier kommt man hier eigentlich rein. Boah, hier ist eine Tür. Hast du eine Falle oder so? Weil hier ist eine Tür, die ganz schön... Die sieht man schlecht durch den Ding, da können sie sich gut reinschleichen. Ach so, ja. Die können sie echt gut reinschleichen, ne? Hier ist nochmal Muni. Hab ich schon. Ich geh mal oben gucken. Oben? Kann man da irgendwie rein? Das oben ist man eigentlich relativ safe. Eigentlich sollten wir uns oben verschanzen, weil... Oben reinkommen ist, glaube ich, gar nicht machbar so richtig. Hier ist eine Treppe, die könnte man, die musst du bewachen. Und dann ansonsten eigentlich nur... Ah ja, hier ist... Ne, hier ist keine Treppe, hier kannst du nicht runterfallen. Die Treppe. Und da halt das Fenster. Aber das Fenster ist eigentlich... Da kommst du nicht hin. Also eigentlich nur die zwei Treppen. Blöd gesagt. Also hier könntest du die Treppe ein bisschen bewachen und der andere die andere. Na, welche Treppe man schützt? Die und da hinten ist noch eine. Die. Okay, dann bleibe ich jetzt einfach mal bei der. Was machen die anderen? Also die sind da unten. Ja, ich glaube, die überlegen noch, weil die bewegen sich ganz schön langsam. Nee, die sind schon eher Richtung Ausgang unterwegs. Ja, ja, das dachte ich mir auch eigentlich. Krass, dass wir jetzt doch den Meuchler gemacht haben, echt. Ja. Aber die haben die Bosse echt gestärkt. Also mittlerweile ist es nicht mehr so einfach da. Nee. Gut, bei dem, das geht noch. Das Schlechte ist auch noch okay, aber die Spinne ist hart. Die Spinne ist wirklich brutal. Nee, der Meuchler, der hat mir das auch ziemlich abgefuckt eigentlich. Ich glaube, das ist immer so, der fixiert immer sich auf einen irgendwie, ne? Der eine hat es immer ein bisschen einfacher, der muss den Schaden austeilen und der andere muss eher den Schaden einstecken. Vor allem, dem kann man auch nicht weglaufen, weil er einfach schneller ist als du. Und schlimm ist, wenn er sich dupliziert, also. Das ist dann hart. Ja. Ich bin mit... Hab ich gerade eine Tür gehört? Wir fahren mal den Dynamit runter. Toll, die hat mich erwischt. Die hat mich erwischt hier, ja. Ich habe Leben verloren, aber nicht schlimm. Das zieht sich von allein wieder her. Aber das hat mich erwischt. Alter, war der Radius heftig. Lol, es geht nach oben. Oh, da ist schon neblig unten ist. Ja, das ist gut. Smoke. Kann man als Smoke verwenden. Holst du schnell und guckst du? Ja. Ich sehe nichts. Gut, dann komme ich auch runter. So, dann raus. Hinter uns sind die Ausgänge da lang. In diese Richtung. Ja, so Richtung 285, 300. Ich mach auf, ich hab ein bisschen Angst wegen der Tante, die so rumschreit. Du hast gesagt, du siehst nichts, ne? Dann bitte auch Ladies first. Stimmt, ich habe ja Fächern auch noch gehabt. Ich hätte auch noch Fächern gehabt. Ah, nee. Lauf. Hallo, die sind hinter dir. Hallo, ich hätte gedacht, du killst die Frau. Nee, ich hab's ja nicht gesehen, ich hab einfach nur mal das Zeug gehört. Bin ich in so einer Kurve gelaufen. Jetzt bin ich hinter dir. Warte, ich schau mal kurz. Ich seh nichts. Ja, die anderen sind beim Ausgang. Also ich bin wieder fast komisch, dass keiner da war und der andere auch so leicht entkommen ohne Schüsse. Mhm. Ich mach mit Absicht paar Headshots, also. Jo. Noch einer? Wow, den Alter, die sind voll. Ja. Links oder rechts? Ja, da ist geradeaus einfach. Höchstrecht für die Tante, ey. Hätte ich gedacht.
Ah ja. Was? Headshot. Headshot. Ah! Fuck. Also die Feuerteufel, also die. Ah, die können richtig nervig sein. Die können wirklich ekelhaft sein. Immer in den falschen Momenten da. Ja, und da rennen sie dir hinterher wie so. Weil das sind doch viele. Ah, lass mir auch per. Ich muss die Headshot. Ich hab die Trophäen noch nicht. Achso, das zählt ja gar nicht, wenn ich das mache. Nee, bei den Trophäen nicht, nee. Stimmt. Das zählt nur bei den täglichen Herausforderungen, aber nicht bei den Trophäen. Halt, den will ich. Okay, die musst du machen. Oder? Dann killst du. Ja, ich bin ja schon. Ja. Ist nicht so leicht, wenn sie dann so plötzlich auf einen zurennen oder wegrennen. Stimmt. Darum habe ich nochmal. Alles gut. Ja, ich habe ja auch Fächern, aber ich brauche hier die Headshots, deswegen. Boah, Alter. Schon fett mit den Fächern. Boah, jetzt wäre ich da weiter reingelaufen. Weil ich wollte mich hier gerade her verstecken. Uni verbraten. Ich muss jetzt nicht dran. Siegesschüsse. Juhu. Geilo. Hey, das war eine schnelle, effektive Runde. Ja. Du hast 2 Kills gemacht. Ich bin komischerweise einmal verreckt durch das scheiß Feuerviech, das auf einmal reingelaufen ist. Ja. Hätten wir vielleicht die Tür doch zumachen sollen. Alter, das war übel, als er reingelaufen ist. Also Gott sei Dank war ich da nicht in der Nähe. Wenn ich in der Nähe auf dem Fass gewesen wäre, wir beide wären draufgegangen. Oh, nee, weil ich habe ja dann gegen den Meuchler gekämpft und gegen das Feuerviech. Oh, das war irgendwie ganz komisch. Dann das Fass. Oh. Das Fass, das hatte ich umgebracht. Das Fass, das war dein Todesurteil. Ja. Und dann wären noch andere Spiele da gewesen und dann wäre es perfekt gewesen. Hätten wir eindeutig wieder 200% Pech gehabt. Mehr als 200, das wäre ja wieder so übel gewesen. Aber das war echt. Das habe ich eigentlich gewartet, dass du mich, während du mich wiederbelebst, zack, headshottest. Stimmt eigentlich, das wäre interessant gewesen. Aber das Dumme war, ich wollte dich ja nur wiederbeleben, aber da habe ich bin durch in irgendeine Flamme reingelaufen und habe angefangen zu brennen. Das war voll doof. Oh. Muss ich mich erst löschen und dann hatte ich eh schon Leben verloren und dann dich wieder. Und dann warst du ja noch im Feuer und ich musste dich wiederbeleben, ne? Und deswegen, dann kam der Meuchler daher. Dann kam noch der Meuchler und hat mich angegriffen, dann mal über die Insekten und. Nee, das war. Oh, jawoll. Ho, ho, ho. Oh, gerade so nicht 30. Ist das dein Ernst? Ja. Aber Blutlinie, da geht gar nichts, ey. Das ist schon richtig peinlich eigentlich. Ja, mittlerweile braucht man 2 Tage Runden, um ein Level aufzusteigen. Ja, Blutlinie. 2 Man kann sich ausrechnen, dass man noch sehr lange brauchen wird, weil irgendwann geht es ja nochmal nach oben. Das sind so 2000er Schritte oder so. Boah, das nervt mich jetzt, dass ich da so einen unnötigen Tod habe. Ja, der war wirklich unnötig. Ich bin eigentlich bei dem einen. Und die waren beide gleich gut wie wir. Ja. Weiter. Ich hab die noch erwischt, wieso habe ich kein Ding bekommen? Keinen Support? Schade. Verstehe ich nicht. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge wieder. Danke und tschüss.